Giants Giants. Und die Giants zwei große Gründer, nennen sie Kauta Kuke. Einige von den Gründungsmitgliedern sind auch Heidner dabei. Und dieses Jahr hat gerade das 20-jährige Das ist doch ein tolles Bild, Mensch. Und dieses Jahr zum 17. Mal zur Stadt wurde, als eine stattliche Leistung. Auf bitte, auf die Bursche und die Mädels in der ganzen Region. Teilweise waren sie schon im Ausland unterwegs, hat sie schon 40 Jahre und die Magen kennenhören. Und alles, was sie kennen, das zeugen sie uns jetzt hier auf dem Marktplatz. Let's fest!
meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt bei Rewe Eberhard, da ist die Hülle los. Es ist Fasching und wir haben jetzt die Oldtown, guck dir aus! Die haben vorhin so tolle Auftritte gemacht, ich wollte die Videos noch sehen. Es ist geil. Presse, sag mal ein bisschen was über eure Downtown. Was soll ich sagen? Es ist nur ein Teil der Mannschaft da, der Rest der Teil von der Mannschaft ist bereits weiterfahren nach Straßburg. Da ist um 7 Uhr heute Abend der Nacht im Zug, das heißt, in der 12. Stunde sind die bereits in Straßburg. Das heißt, so dort sind die Basen Tag auf Tag. Wie in Köln. Wie in Köln, genau. Aber Rewe kommen wir trotzdem nicht aus. Rewe, wir sind ja in der Vorstadt von Pullendorf ein hier. In Mutterschweiz hier rein als Outfang-Gucke und kommt hier der Rewe-Auftritt am Basis heute immer traditionell zu. Das ehrt den der Eberhard auch, der Kalle Eberhard auch, weil er ist ein soziales Herz. Und da muss man wirklich auch mal für der Kalle mal irgendwo einspringen und was tun. Das ist klasse. Wann seid ihr gegründet worden? Wie lange gibt es euch schon? Wir selber sind ein Teil von dem Musikverein, der über 100 Jahre alt ist. Ja, und uns als Guttermusik, so wie wir jetzt unterwegs sind, bezeichnen sich das 30 Jahre. Ja, 30 Jahre haben wir angefangen, wenn Bilder zu spielen und seit 10, 15 Jahren zu der Formation. Vor ein paar Wochen habt ihr einen großen Fest gehabt, habe ich gesehen. Über die Region bekannt, unser Guggermusik-Treffer immer am ersten Samstag nach Neuguinig. Wir haben mit den besten Kapellen aus der Region, das waren jetzt aber 6 Stück. Ja, im Sommer machen wir immer den Basisauftrag in der Region nach dem Neuguinig-Fest. Ja. Klasse, ich habe gelesen in der Zeitung, einfach VVV mal einladen, dann kommen wir mal damit, weil ich über meine Handwerkerbüschel berichten kann. Genau, wäre die viel mit so gut sein, wenn es stark geschneit hat, trotz allem war unsere Halle voll. Die bekannte Halle Spieß. Ja, da ist schon mal eine Halle und ein paar Zeltlandschaften, die wir gebaut haben. Ja. Klasse. Also, und ich habe euch ja letztes Jahr am Fasching habe ich ein paar Videos gedreht. Da war ja das große Gericht, wo euer Bürgermeister verurteilt worden ist und gestreckt worden ist. Da habt ihr ja auch gesehen. Schade, ist immer nur in der Nacht werden die Videos ein bisschen dunkel immer. Das ist geil. 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 Gut, ich bedanke mich für euch für die Auskunft. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir können schöne Bilder und Videos machen noch von euch. Und vielleicht mal euer Bauschadensanalyse zu Wilfried Berger.
Thank you.